Es ist 5000 sein oder so, ist ja egal. Oder weniger sogar noch. Da haben wir auch drüber geredet und das bei der Größe, ob es nicht besser wäre, einen neuen Kanal zu machen, weil sie jetzt noch ein halbes Jahr in ihrem Netzwerk hängt. Na gut, aber ein halbes Jahr wäre ich nicht bereit, für ein halbes Jahr 5000 Abonnenten aufzugeben, den Kanal komplett hinter mir zu lassen, vermutlich auch eine Identität aufgeben zu müssen. Es sind ja auch die ganzen Views, die ganzen Videos, mit denen ich bereits verknüpft bin. Das wäre ich nicht bereit für ein halbes Jahr, sage ich ganz ehrlich. Aber da kommt sicherlich auch ganz drauf an, wie sieht man es selbst, wie hängt man an dem Kanal. Für manche kann es auch durchaus schön sein, weil sie halt dann vielleicht sagen, okay, ich ziehe damit einen Schlussstrich. Ja, und aber warum einen Schlussstrich? Du änderst, du bist ja immer noch dieselbe Person. Du änderst ja, ich meine, gedanklicher Schlussstrich in dem Sinne, dass ich sage, okay, ich lasse jetzt diese Zeit bei Netzwerk XY hinter mir und somit lasse ich auch den Kanal hinter mir und fange nochmal von null an. Das kann schon vielleicht für den einen oder anderen durchaus auch der Gedanke dahinter sein. Aber ich persönlich könnte es mir einfach nicht vorstellen. Weiß nicht. Aber Shigo hatte ja eigentlich auch guten Background gehabt. Ich meine, Shigo wäre ja mit unserer Community, denke ich mal, wieder schnell auf die Beine gekommen. Also ich hätte es gemacht, das ist noch mal ich hätte es getan. Anderes. Ja, ich weiß nicht, ich hätte auch vielleicht auf jeden Fall schon überlegt. Also ich hätte jetzt nicht kategorisch Nein gesagt, weil wenn du ganz alleine dastehst, ist wieder was anderes. Aber wenn du wirklich so die ganze Community hinter dir hast und auch mit in diesen Projekten bist, dann wärst du ja doch schneller wieder an Abonnenten kommen, als wenn du wirklich jetzt nochmal komplett den kalten Start hinlegen musst ohne Unterstützung oder so. Ja, vermutlich schon. Zumal du ja dann auch, zumindest im ersten Moment, die toten Abonnenten halt auch nicht hast, weil du bekommst genau, Leute, die aktiv zuschauen. Ich meine, ich hatte das Glück ja auch, was ich nicht vorhersehen konnte, dass ich dann Rückenwind bekommen habe. Aber das kann man halt, in ihrem Fall kann man das abschätzen, klar. Genau. Aber es kommt halt wirklich darauf an, wie man halt in Bezug zu dem steht, was man halt in dem Moment zurücklässt. Denn der Kanal ist halt dann weg in dem Sinne. Ja, an sich weg, lässt du ja gar nichts zurück. Ne? Du bist ja aber auch immer noch du willst ja auf YouTube dann ja auch ja, weiter. Also du willst ja, 5000 ist ja nicht das Ziel, sag ich jetzt einfach mal. Das ist ja nicht das, worauf du jetzt abgezielt hast, als du dann doch gesehen hast, ja, es macht Spaß und es ist ein Hobby, aber da ist ja doch noch Luft nach oben oder sowas. Das ist, also zielst du ja nicht auf 5000 ab. Lässt du mit dem Gedanken also dann doch was zurück oder nicht? Ich glaube, das kommt wirklich auf jeden an, wie er das persönlich sieht. Ich kann halt zum Beispiel bei mir sagen, ich habe sehr, sehr lange gebraucht, obwohl ich im Endeffekt alle Videos auf privat gestellt habe. Ich habe ewig gebraucht, bis ich den Kanal selbst dann auf privat gestellt habe, weil ich es nicht übers Herz gebracht habe, weil ich das Gefühl hatte, mir geht irgendwie was verloren. Wie gesagt, ich glaube, das kommt wirklich darauf an, wie man das irgendwie selber sieht, wie man das selbst empfindet. Das kann man vielleicht auch gar nicht so leicht in Worte fassen. Wieso hast du den überhaupt auf privat gestellt? Weil ich die ganzen Videos dann auf meinem eigentlichen Kanal haben wollte. Ah, okay. Damit da auch wirklich letztendlich liegt. Anfangs hatte ich es halt verlinkt. Irgendwann wollte ich es aber auf dem Kanal haben, weil ich es dann doch irgendwie... Du alles wollte. Unter einem Dach und Fach hast, ja, sozusagen. Und halt auch so ein bisschen dieses Flair von wegen, ja, ich habe eigentlich ja einen anderen Kanal gehabt, das muss man nicht auf den ersten Blick sofort sehen. Ja, deswegen. Okay. Ja, ist alles nicht so einfach. Und halt, das Ganze, was noch so mit dahinter steckt, auf YouTube, ist schon wirklich... nicht wenig, sage ich einfach. Also da ist schon unglaublich viel noch drumherum und hinter, woran man gar nicht denkt, wenn man mit YouTube anfängt. Ist es aber besser, sich darüber gar keinen Kopf zu machen und einfach erstmal anzufangen und es auf sich zukommen zu lassen? Oder sollte man wirklich einen Plan haben, was wäre, wenn, aber sich ja nicht drauf verlassen, weil man ja auch nicht weiß, wie es läuft und ob es überhaupt so weit kommt? So, was ich meine, also gerade die Sachen, nehmen wir dann mal ein anderes Beispiel, wir haben jemanden bei uns, der ist in keinem Netzwerk, hat einen AAA-Titel hochgeladen und wurde gestrikt. Zack, alles vorbei, mit einem Schlag, so weißt du, das ist ja auch dann eine Sache, da denkst du doch gar nicht dran. Nee. Das ist doch etwas, das hast du doch gar nicht auf dem Schirm.
komplett blauäugig denke, ich sollte überhaupt keiner dran gehen, weil dann passieren eben genau solche Sachen. Manche Dinge sollte man sich definitiv gut überlegen, sollte man sich auch informieren. Speziell rechtliche Dinge sind Dinge, da sollte man sich immer informieren, egal in welchem Bereich man sich bewegt. Aber so diese Sachen wie wachse ich jetzt total schnell oder so, solche Dinge sollte man vielleicht dann doch ein bisschen in den Hintergrund rücken. Der Spaß sollte ja, das wird ja auch immer schon mittlerweile fast abgedroschen gesagt, sollte halt irgendwo im Vordergrund stehen. Es soll, denke ich, eine gesunde Mischung sein aus dem, dass man einen Realismus versucht zu entwickeln. Was ist möglich? Was muss ich auch überhaupt machen? Und dem, dass man halt sagt, okay, ich genieße die Zeit und schaue, was jetzt einfach überhaupt mal erst passiert. Gibt ja genug, die haben tierisch Spaß, alles ist super, alles ist toll. Und ein halbes Jahr später merken sie, oh, war doch nicht mein Ding. Ja, dann ein bisschen Real Talk. Habt ihr schon mal was gemacht, worauf ihr keinen Bock hattet? Projektmäßig oder allgemein? Ja, Videos. Fällt mir jetzt nicht zu. Wart ihr mal irgendwann, keine Ahnung, morgens, mittags, abends, Wochenende, morgen müsste eigentlich das und das kommen. Habe ich ja eigentlich richtig keinen Bock zu. Doch, das hatte ich schon auf jeden Fall, weil ich einfach den Anspruch hatte, denn, dass ich wirklich das täglich ein Video kommt so, und ich hatte lange Zeit halt wirklich immer nur ein, zwei Videos jeden Tag gebracht und hatte auch einfach nie Vorrat. Und dann gab es doch schon manchmal so Tage, wo ich dachte, oh, eigentlich könntest du dir jetzt auch vorstellen, was anderes zu machen. Ja, was sagt ihr dazu? Welche Meinung vertritt ihr da? Denkt ihr, das ist ein wichtiger Faktor? Habt ihr das nur gemacht, weil Prinzip? Oder sagt ihr, eigentlich sollte man Videos nur machen, wenn man so richtig Bock dazu hat, das sind die besten? Eigentlich solltest du wirklich die Videos machen, wenn du wirklich Bock zu hast. Weil die Videos, das sind einfach dann auch die besten, wenn die Zuschauer merken, du hast Spaß an der Sache, du hast da richtig Bock drauf, das kriegst du einfach mit, so auch an der Stimmung. Und für dich selber ist es einfach viel angenehmer. Deswegen, also inzwischen ist es auch bei mir so, ich habe immer einen Vorrat an Videos und wenn mal irgendwo doch vielleicht was fehlt, dann kommt trotzdem noch zwei, drei Videos. Dann ist es zu verschmerzen, dass jetzt nicht unbedingt jetzt an dem Tag das und das Projekt kommt. Aber damals, wo ich halt wirklich noch recht klein war und wirklich auch nicht so viel Zeit da rein investiert hatte, konnte ich das manchmal einfach gar nicht zeitlich schaffen, dass ein Video kommt. Oder beziehungsweise habe es dann in der Woche nicht geschafft, irgendwie Vorrat aufzunehmen und dann stand ich halt da. Aber scheiße ist es auf jeden Fall. Also ich würde das auf jeden Fall vermeiden an euch. Ja, aber es ist ja auch suboptimal, wenn man jetzt, sag ich mal, sagen wir mal, du bist ein bisschen kleiner und du hast jetzt doch geschafft, dir eine kleine Base aufzubauen an Leuten, die dein eines Let's Play, was du da bringst, echt gerne gucken. So, und jetzt hast du aber mal so zwei Tage, ist so dieser Wurm drin und du sagst, oh, scheiße, ich habe keine Lust. Was dann? Ja, genau, das war ja quasi die Situation bei mir. Und da habe ich dann auf jeden Fall mich dafür entschieden, dann eher den Leuten das Video zu bringen, weil ich wusste, die freuen sich drauf. Ja, weil ich die halt irgendwo nicht enttäuschen wollte. Ja, aber ist das richtig? Ich fand das anders. Also was denkt ihr, ist da wichtiger, die Leute bei Laune zu halten oder euch selbst treu sein? Also, Mich selber bei Laune zu halten, würde ich jetzt sagen. Ja, weil, aber ich finde... Okay, erzähl. Wenn es mir keinen Spaß macht, ist es ja komplett scheiße, also meiner Meinung nach. Merken die Zuschauer, dann heulen die Zuschauer jetzt mal krass übertrieben rum, warum ich so lustlos bin, und das endet dann alles wieder in so einer Diskussion, der hat im Übrigen an, und das ist, es muss nicht sein. Dann lieber mal sagen, gut, dann kommt heute halt mal kein Video und dafür halt morgen bei oder wieder eins oder halt sowas. Naja, aber es ist doch dann auch ein Stück schlimmer, die Leute wieder zu verlieren. Genau das ist doch dann, du willst ja, wir gehen ja immer noch mit dem Gedanken auch da, hey, mittlerweile wollen ja alle, die das machen auf YouTube, auch irgendwo was erreichen. Da sind wir ja gerade. Du willst ja schaffen, einen Anfang zu finden. Den Anfang zu finden ist ja einfach auch das Schwerste. Der Rest kommt dir dann wirklich von alleine. Wenn du es einmal geschafft hast, in ein gutes Netzwerk reinzukommen, dir die ersten Kontakte aufgebaut hast, dann läuft es ja auch. Ist es dann nicht wirklich besser, dann doch zu sagen, hey, komm, das Spielen macht mir ja Spaß. So, es ist ja nicht so, dass ich mich jetzt hinsetze und, oh, zocken ist ja eigentlich ein scheiß Hobby, und aber Let's Play sind eigentlich ganz cool. So, nein, du hast ja einfach nur gerade mal die Motivation aufzunehmen. Ist es dann nicht besser, die Leute, die du hast, bei Laune zu halten, als dann dadurch nochmal einen Knick zu kassieren und dann vielleicht nochmal neu anzufangen dadurch? Es kommt, denke ich, ja total individuell auf die Person an, und auch darauf,
wie lange macht man das Ganze schon? Ich habe damals auch, als ich angefangen habe, es dürfte in den ersten 3 Monaten gewesen sein, mal eine Woche oder eineinhalb nichts gebracht. Ich glaube, sie auch informiert zu haben, das weiß ich nicht mehr genau, weil einfach irgendwo so ein bisschen die Luft raus war. Ja, aber wie heißt es so schön, wenn du eine Pause machst, bist du raus? Das heißt es immer, ja. Das ist der Satz ist ja, der kommt ja auch nicht von irgendwo. Mhm. Das ist ja auch ein Grund. Ja, was ich hinaus will, ist, wenn man schon eine gewisse Routine entwickelt hat oder wenn man vielleicht auch selbst eine gewisse ja, Beherrschung, sage ich mal, hat, dann lernt man das relativ schnell auch mit der schlechtesten Laune irgendwo doch noch eine relativ gute Qualität abzuliefern. Das kann man an sich eigentlich schon lernen. Wenn man aber der Meinung ist, das schafft man nicht, das wird qualitativ nicht gut sein, gehe ich lieber her, mache ein Video und sage ganz ehrlich, es gibt den und den Grund, warum ich momentan einfach nicht die Stimmung aufbringen kann. Seht es mir bitte nach, aber ich schaue, dass bald was nachkommt. Ich würde wirklich Qualität vorziehen, wenn ich nichts garantieren kann, dass es dann sehenswert wird. Weil von was nehme ich den größeren Schaden? Einmal eine Woche keine Videos zu bringen oder Videos zu bringen, die einfach nur scheiße sind, die mir vielleicht treue Zuschauer verschrecken und neue, die sich die Videos gerade anschauen, sowieso, weil sie sich denken, was ist denn das für ein Vollhonk? Ja, ist auch wieder ein Zwiespalt, über den man halt streiten kann, ne? Ist jetzt nicht unbedingt ein einfaches Thema, da irgendwie die richtigen Worte zu finden, weil ich glaube, da ist das Liefern, also das ist meine Meinung, ein Tick wichtiger. Also das ist jetzt, wie gesagt, Liefern in dem Sinne von, ich glaube, den Schaden, den man dadurch nimmt, die Leute wieder zu verlieren, die gerade sich dachten, oh ja, die Julia, die ist eigentlich ganz witzig, super, jetzt kommt kein Video mehr, alles klar, gucke ich doch woanders und dann interessiert es mich auch nicht mehr, wenn du dann doch wieder eins bringst. Weil das gibt's vor allem ja ganz inzwischen haben die Leute, also die Zuschauer ja auch wirklich so teilweise diese Einstellung drauf, ne? Also, ja, wenn du es halt nicht bringst, dann schaue ich halt woanders. Es gibt ja mehr als genug Alternativen, wo ich gucken kann. Und wenn du dann mal 1-2 Tage nichts bringst, dann wird das halt woanders geschaut. Also du bist halt austauschbar für die meisten Leute. So ist es. Ja, gerade am Anfang definitiv, klar. Ja. Ich meine, im späteren Verlauf verzeihst du die Community. Weil bei mir war es ja schon so, dass ich dann mal gesagt habe, so, eigentlich war meine Laune heute nicht so, aber ich wollte euch die Folge nicht ausfallen lassen und dann kommt schon das Feedback so zurück, setz doch lieber 1-2 Tage aus. Das hast du halt als kleiner YouTuber nicht. Die Community, die dir sofort schreibt, oh mein Gott, tut mir leid und komm, wenn es dir wieder besser geht, dann mach doch weiter. Ja gut, das sind aber dann auch so die Hardcore-Julia-Fans, sag ich mal, ne? Also die eh alles feiern, was du machst, so. Und wenn du ein Video hochlädst, wo du, weiß ich nicht, einfahren lässt oder so. Das ist halt Julia ist cool, so. Da hatte ich ja jetzt heute das Beispiel, ich habe ja gerade gesagt, ich hatte heute zufällig einen Let's Player geguckt, der neu angefangen hatte. Die sagt in dem ersten Part, hey, ne, herzlich willkommen zu meinem allerersten Let's Play, bla bla bla, wir starten heute mit Watch Dogs, ist ja schon mal in der Hinsicht, natürlich hat sie Bock zugehabt, aber halt echt ein suboptimales Spiel ausgewählt und sagt dann auch noch, ja, wenn es euch gefällt, bla bla, also sie hat erst erzählt, sie hat nicht so angefangen dann, aber vielleicht ergibt sich dadurch später noch irgendwas, das ist ja vollkommen in Ordnung, aber dann hat sie gesagt, ich schau mal, dass ich es schaffe, so jede Woche 1-2 Videos zu bringen. Nee. Das kann doch gar nicht im Let's Play-Bereich funktionieren. Funktioniert im Comedy-Bereich und sonstiges. Nicht mehr. Aber gerade im Let's Play-Bereich, dann, okay, alle 2 Wochen, also alle Woche, sage ich einfach mal, 2 Parts Videos, von einem Spiel. Das ist ja auch gerade bei Watch Dogs, da bist du ja 2 Jahre dran, so nach dem Motto. Das wird kein Zuschauer dann auch sich antun wollen, in Anführungsstrichen. Es ist ja nicht mal das Schlimme, dass du 2 Jahre da dran bist, sondern dass die Zuschauer für das komplette Spiel 2 Jahre brauchen würden. Und gerade im Let's Play-Bereich ja auch wenig, gerade ein Spiel, was sehr lang geht, dann kommst du nicht mit weit. In diese Comedy-Bereiche und so, oder News oder sowas, wo auch noch viel Bearbeitungszeit drinsteckt, dass da 1-2 Videos die Woche kommen, das ist ja vollkommen klar. Aber im Let's Play-Bereich ist das doch gar nicht mehr möglich. Ja, da schieße ich dir selber bin. Ich kenne selber so einen Präsenzfall aus einem Kreis, wo es wirklich nur danach geht, oder wo halt, was weiß ich, nur alle 2 Wochen. Endlich alle 2 Wochen halt auch im 2-Tages-, 3-Tages-Takt, das ist ja alles noch in Ordnung, vollkommen, aber wo halt auch wirklich gesagt wird, ja, neuestes Beispiel, Dragon Age Inquisition, kennt ja jeder.
Naja, nach Port 13 breche ich es halt ab, weil so und so. Ne? Und das ist halt bei jedem Projekt und aus den scheinheiligsten Gründen, nenne ich es jetzt einfach mal, das funktioniert auch nicht. Ja? Hat zwar eine gewisse Größe der Kanal und eine gewisse Bekanntheit in Anführungsstrichen. Ich glaube, ich weiß sogar, wen du meinst. Meint ihr mich, ihr Säcke? Nein! Den kennst du auf jeden Fall. Nee, weil ich habe, also ganz kurz nur Anekdote zum Einhaken, kannst du gerne weiter erzählen. Ich habe letztens, glaube ich, mein erstes Singleplayer-Spiel beendet und das war Far Cry 4 in einem Part. Das war das erste Singleplayer-Spiel, was ich zu Ende gespielt habe, weil ich breche sehr gerne Spiele ab, muss ich sagen. Ich leide manchmal auch dazu, obwohl ich bei mir halt den Vorteil habe, dass die meisten Simulatoren keine Story haben und damit im Endeffekt auch kein Ende und man es jederzeit beenden kann. Also sind größtenteils ja alles Endlos-Games, ja. Sei es jetzt umsiehe, Bus fahren, ich kann die nächsten 3 Jahre Bus fahren, es wird kein Ende geben. Deswegen, wenn ich sage, ich habe keinen Bock mehr drauf, beende ich es halt. Kommt halt auf das Spiel drauf an. Also da bin ja ich komplett anders. Ich mag es absolut nicht, Spiele abzubrechen. Ich hatte ein Spiel, wo ich mir wirklich nicht sicher war, kann ich es Let's Playen? Ich habe auch die ersten Parts echt wirklich Schwierigkeiten gehabt, meine Linie in dem Spiel zu finden. Warum ich es angefangen habe, weiß ich bis heute nicht. Aber ich habe mich dann durchgebissen, irgendwann auch meinen Spaß darin gefunden. Und dann komme ich zu einem Boss, der einfach nicht sterben will. Und ich habe Let's Plays geguckt, ich habe Walkthroughs geguckt, ich habe Guides gelesen, all nichts davon hat funktioniert und es hat mir so wehgetan, dieses Projekt abzubrechen. Ich fand es einfach nur schade und ich überlege wirklich 5-mal und das war einer von 2 Fällen, wo ich ein Projekt beendet habe. Das andere war halt, weil die Hauptstory durch war und es wären halt nur noch ein paar RPG-Nebenquests gewesen und da habe ich dann auch irgendwann nach keine Ahnung wie viel Folgen einfach keine Lust mehr drauf gehabt. Aber ich mag das nicht, Projekte abbrechen. Das ist einfach, wenn da noch 1-2 Zuschauer da sind, die das immer noch mögen und feiern und solange ich es persönlich vertreten kann, dass es mich nicht langweilt und dass ich es doch irgendwo noch moderieren kann, mag ich nicht, keine Ahnung, es ist für mich, wie wenn ich meine Zuschauer, ich habe Angst, die zu enttäuschen. Aber ich glaube, da haben wir dann unterschiedliche Meinungen. Lass uns das mal ganz kurz ankratzen, dieses Thema. Was haltet ihr davon, Projekte abzubrechen? Es gibt ja, so wurde mir das damals beigebracht, sage ich einfach mal so, als ich noch kleiner war, war die goldene Regel, niemals ein Let's Play abzubrechen. Ich muss ehrlich sagen, ich finde das nicht schlimm. Natürlich, wann kommt der nächste Part das und das, ich habe das so gerne bei dir geguckt und das ist auch verständlich. Aber will ich ein Let's Play bei einem Let's Player gucken, der keinen Bock dazu hat? Nö. Das meine ich ja, das ist halt wirklich abhängig. Also, klar, man muss sich vorhinein entscheiden, ist das Let's Play für mich überhaupt geeignet? Sprich, interessiert mich das Genre, kann ich mich damit aus und so weiter und so fort.